heute bei den Schieferdeckern vom Style Dach in Kolditz. Ja, die arbeiten unter dem Slogan aus Liebe zum Handwerk und das ist beim Chef deutlich zu hören. Hallo und guten Morgen. Ich bin Mirko Fischer. Ich habe ein kleines Unternehmen seit 2011 mit 6 Mitarbeitern. Davon ist einer ein Azubi. Hat jetzt gerade neu angefangen, sind wir sehr stolz drauf. Unser erster Azubi. Und ich liebe an meinem Job die Vielfältigkeit. Also ein Dachdecker hat unwahrscheinlich viele Aufgaben. Wir machen nicht nur Holz wie beim Zimmerleuten. Wir machen eben auch Schiefer, Ziegel, Blech, Pappdach, Flachdach, Abdichtungsarbeiten, Dachklempnerarbeiten. Wir machen alles. Ich bin seit über 30 Jahren in diesem Beruf tätig und ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Daran hapert's. Das Schlimmste ist eigentlich das schlechte Wetter, weil dort können wir nichts machen. Dort sitzen wir da und müssen abwarten. Und die Bürokratie, also unwahrscheinlich viele Dokumente immer wegschicken und zurückschicken, ausfüllen. Das ist auch das, was mich sehr beschäftigt und mich viel Zeit kostet. Aber ansonsten habe ich keine großen Probleme in unserem Job. Also sonst macht alles Riesenspaß. Das wünsche ich mir von meinen Kunden. Also ich wünsche mir von meinen Kunden einfach nur Geduld. Die Leute kommen auf uns zu, wir machen ein Angebot und dann soll es auch immer gleich losgehen. Da sage ich, liebe Leute, wir haben Auftragsbücher voll. Wir versuchen, das so schnell wie möglich abzuarbeiten. Und das ist einfach das größte Problem. Sonst sind Kunden zu mir freundlich, nett. Ich bin zu ihnen nett. Wir arbeiten unsere Arbeit ordentlich ab. Sie bezahlen alle ordentlich. Also ich habe da überhaupt keine Probleme. Nur Geduld wünsche ich mir. So sehe ich die Zukunft des Unternehmens. Die Auftragslagen sind gut. Es kommen viele Aufträge rein. Wir haben auch nächstes Jahr schon alles voll. Was mir Sorgen macht, ist der Nachwuchs. Es ist schwer, welche zu bekommen, die auch voller Stolz diesen Beruf machen wollen, die richtig energisch rangehen. Viele zögern da und Handwerk und es ist schwer, kann ich auch verstehen. Wenn man sich an Computer setzt, hat man es einfacher. Unsere älteren Mitarbeiter, die gehen Stück für Stück in Rente. Ich bin ja auch schon an die 50 Jahre ran und es wird immer weniger dann mit den Leuten, die gute Ausbildung haben. Die Handwerkswoche im MDR. Zukunft Handwerk.